Hallo, hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Die Angst vorm Versagen soll heute unser Thema sein und welche Nachteile man davon hat, wenn man sich damit zu sehr und zu intensiv beschäftigt. Darüber möchte ich heute mit euch sprechen und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Angst zu versagen ist etwas, was, glaube ich, uns Menschen immer quält. Ja, wir haben alle irgendwie irgendwelche Aufgaben und die nicht bewältigen zu können oder die nicht schaffen zu können, ist, glaube ich, für uns alle gar nicht so angstfrei und bereitet uns immer mehr Kopfzerbrechen. Und wenn ihr mich fragt, wie das bei mir ist, natürlich mir auch und mir ganz besonders, glaube ich. Ich bin ein Mensch, der große Herausforderungen gar nicht braucht, um diese Angst zu entwickeln, sondern ich habe auch vor kleinen Dingen Angst, tatsächlich das nicht zu beschaffen, vor kleinen Aufgaben. Aber gleichzeitig liebe ich es auch, ja, weil Herausforderungen im Leben, also Dinge machen zu müssen, ja, das würde ich mal so sagen, machen zu müssen, nicht unbedingt immer zu wollen, die einem im Leben als Hindernis vermeintlich im Weg stehen, sind auch meistens Dinge, die einen wachsen lassen und die einen dazu bringen, etwas Neues zu lernen und sich zu verändern und sich tatsächlich herauszufordern, so wie es auch das Wort sagt. Und man wächst sehr oft mit solchen Gelegenheiten, sich herauszufordern. Aber bei mir ist es doch mal so ein bisschen extremer. Ich fordere mich freiwillig auch sehr oft heraus mit Dingen, von denen ich tatsächlich überhaupt gar keine Ahnung habe und die auch gar nicht sein müssten. Also die ich mir selber so aussuche als Herausforderung, an denen ich wachsen möchte und von denen ich lernen möchte. Und die Frage darauf, habe ich denn dann Angst davor, diese Herausforderung nicht zu schaffen? Denn ist es schlimmer, gar nicht so etwas zu versuchen? Oder ist die Angst davor, es nicht zu schaffen, also vor dem Versagen, größer? Und ich würde sagen, es ist für mich schlimmer, im Nachhinein zu wissen, ich habe es nicht probiert und ich habe es, die Angst davor zu versagen, war größer, als es versucht zu haben. Und es ist vielleicht ein bisschen schwer verständlich gerade, aber ich bin jemand, der ständig diese Herausforderungen sucht und auch braucht, um tja, meine Gehirnzellen zum Wachsen zu bringen. Ich langweile mich recht schnell mit Dingen, die ich kann und die ich dann auch erlernt habe. Es gibt ja viele Sachen, dafür musst du keine Ausbildung haben, kann man heutzutage trotzdem machen, auch wenn man es nicht gelernt hat. Dass es dann vielleicht nicht hundertprozentig perfekt ist, mag sein, aber ich bin jemand, der gerne alles kann, muss aber nicht hundertprozentig gut perfekt sein, aber ich möchte wissen, dass ich es eine Zeit lang gemacht habe und dass ich weiß, wenn es sein muss oder wenn ich es möchte, ja, dann kann ich das. Gutes Beispiel ist dafür das Nähen. Ich habe das Nähen früher gehasst, ja, bis auf die Pest. Ich konnte nie verstehen, wie man überhaupt den Beruf einer Schneiderin lernen kann. Ja, ich mochte das wirklich gar nicht. Und irgendwann hat es mich dann gepackt, als ich so in die Modewelt mit Instagram eingetaucht bin, verschiedene Dinge auch an mir ausprobiert habe und ja auch schon dann in den Wechseljahren war, da hat man sowieso manchmal so Spleens, die man vorher nicht hatte. Und dann habe ich mich mit der Modewelt beschäftigt und habe mir gedacht, Mensch, das ist ein ganz teures Hobby, ne? Wenn du dir immer neue Klamotten kaufst, ich bin sowieso eine Schnäppchenjägerin, bin immer schon darauf ausgewiesen, günstig Dinge zu erstehen und auch dann schön aussehen zu lassen oder schön zu machen. Da habe ich mir gedacht, warum nähst du das nicht einfach selber? Das ist ja viel günstiger und dann ist es auch genau so, wie du es möchtest, weil ich habe oft Dinge gesucht, die ich gar nicht gefunden habe oder wenn, dann für sehr teuer Geld. Ne? Und dann habe ich alte Klamotten am Anfang umgenäht und habe sie mir so zurechtgeschnitten, wie ich es wollte.
Und dann habe ich irgendwann gedacht, gut, dann kauf dir doch einfach fertige Stoffe, da ist das Ganze nicht so kompliziert, denn dann musst du dich nicht mit einem gegebenen Kleidungsstück rumärgern, was dann doch wieder nicht so ist, wie du es gerne hättest. Und dann habe ich damit angefangen, Stoffe zu kaufen. Gemerkt habe ich dann leider sehr schnell, dass Stoffe viel teurer sind, als überhaupt ein fertiges Kleidungsstück zu kaufen. Leider ist mir bis heute schleierhaft, warum Stoffe extrem viel teurer sind, als wenn du dir ein Pullover kaufst. Aber ich habe Spaß gefunden an der Schneiderei und an dem Design vor allen Dingen auch. Ja, ist etwas genau das so zu machen und zu nähen und zu designen, wie ich es gerne haben möchte. Und dass das einmal in mein Leben treten wird, habe ich im Leben nicht mitgerechnet. Du hättest mich nähen, mit nähen hättest du mich wirklich jagen können. Kannst du heute noch, ne? Wenn mein Mann kommt und ich sage, er soll ihm seine Hose kürzen oder so, dann sage ich immer, lass das beim Schneider machen, ne? Besser. Also sowas mag ich nicht. Ja, ich mag auch keine Röcke enger machen oder so. Kann ich wahrscheinlich auch gar nicht richtig gut. Aber Klamotten so für mich, für den Eigenbedarf, das kann ich. Wenn andere dann kommen, kannst du mal dies und das? Nee, nicht so gerne. Ne? Aber für mich selber, alles, was für andere gemacht werden muss, bedeutet ja Ansprüche stellen an das, was ich mache. Es wird nachher bewertet und hat dann eine Kategorie, in die man gestopft wird. Ja, ist gut oder kacke oder kann man oder es wird über einen gerichtet sozusagen. Das mag ich gar nicht. Ja, also ich mag das für mich machen und ich weiß. Der Morgen ist er, ruft, ich muss jetzt zum Gebet. Aber ich wollte sagen, Herausforderungen im Leben zu bestehen und die Angst davor, sie eben zu scheitern an dem, was man sich vornimmt, die ist bei mir immer nie da. Also Dinge anzugehen, die ich mir selber suche, also Dinge, die ich selber erlernen möchte, da habe ich dann keine Angst davor zu scheitern, denn dass ich es nicht kann und dass es einfach auch noch nicht perfekt sein kann, das ist ja logisch. Übung macht den Meister und das ist wirklich so. Je öfter man Dinge ausprobiert und je öfter man auch scheitert in dem neuen Projekt, was man sich vorgenommen hat, desto besser wird man werden. Und kein Meister ist vom Himmel gefallen, noch ein toller Spruch. Und ich denke immer, man muss es halt jahrelang üben. Ja, das ist, man sagt, dass man tatsächlich so 3, 4 Jahre braucht für einen Beruf oder für ein Ding, was du wirklich richtig gut lernen musst, lernen möchtest, dass du es dann auch schaffst. Und wenn du es dir selber beibringst, ohne Lehrer und ohne Bücher und hast du nicht gesehen, dann dauert es wahrscheinlich 10 Jahre. Ja? Und insofern habe ich alles, was ich so angefangen habe, meistens so 3 Jahre gemacht, bis es dann wirklich saß. Und dann habe ich keine Lust mehr. Da wird es mir langweilig. Ja, wenn ich das wirklich gut kann und es immer wieder gemacht habe, dann muss ich was Neues suchen. Da suche ich mir eine neue Herausforderung. Und die Angst davor, dann zu scheitern, die ist nicht da. Es ist eher so der innere Schweinehund, den ich überwinden muss und sagen muss, ich möchte das jetzt aber machen. Ja, ich möchte immer wieder neu meine Zeit dafür verwenden und meine Mühe aufwenden. Eher da liegt der Hase im Pfeffer begraben. Da muss man dann immer den Mut und den Aufwand auch betreiben, das immer zu machen und immer zu üben und immer eben nicht 3 Wochen liegen zu lassen und dann wieder anzufangen, sondern es immer wieder machen. Manche Projekte fange ich an. Und dann lasse ich das liegen, ja, dann geht das irgendwie nicht. Das klappt nicht immer. Aber etwas dann nicht richtig zu können und zu scheitern quasi an dem Projekt, was man sich vorgenommen hat, das ist auch passiert schon ein paar Mal. Das frustriert, ja, hindert mich aber nicht daran, immer wieder neue Dinge zu machen, von denen ich wirklich überhaupt gar keine Ahnung habe. Und es ist eigentlich sehr selten, dass ich scheiter. Und das ist wirklich, dass ich dann sage, also das war jetzt wirklich nichts, das muss ich jetzt wirklich aufgeben, weil das geht nicht, das kann ich nicht. Man kann eigentlich alles, ja, man muss es nur wollen. Und
YouTube hilft uns ja auch richtig gut, das Ganze sozusagen erlernen zu können, egal um welches Thema es geht. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Also lasst euch nicht von Menschen abbringen, die sagen, das kannst du nicht. Ja, ihr könnt alles, jeder kann alles, wenn er will. Und deswegen sollten wir doch das auch versuchen, denn dieser Lernprozess und am Ende, wenn du es wirklich versucht hast, wenn du es wirklich gemacht hast und gelernt hast und weißt, du kannst das jetzt, das ist so schön. Und aber auch wenn es so verschiedene Dinge gibt, ja, die du kannst, also total unterschiedlich, Sachen, die du einfach gemacht hast und wo du nicht sagen musst, oh, hätte ich das doch mal versucht, ich hätte es bestimmt auch geschafft. Das ist so schön und das kann ich immer nur jeden anraten, auch wenn es nicht perfekt ist und auch wenn es nicht professionell erlernt worden ist, was man ja auch machen kann. Ja, man kann ja auch viele Kurse besuchen, man kann viele Dinge auch von Freunden erlernen, die das selber schon machen und das kann man ja auch so machen, ja, wenn man es dann wirklich richtig machen muss. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!